Vor einigen Jahren reisten wir in ein winterliches Schneegebiet, um einen ganz besonderen Lost Place zu entdecken. Eisige Minusgrade und jede Menge Schnee, selbst die Anreise war für uns nicht ganz unproblematisch. Mitten im Wald befand sich ein Jagdhäuschen, das seit vielen Jahren verlassen war. Das Haus befand sich im Dornröschenschlaf, denn die einzelnen Räume waren noch komplett eingerichtet. Tür ist auf. Gehen wir mal schauen, was es hier so zu sehen gibt. Oh. Das ist eine Art Werkstatt, glaube ich, ne? Ja. Oder? Eine alte Werkstatt, also, ne? Werkstatt oder Abstellkammer oder ich weiß nicht. Nee, ich glaube eher, Anja, das war eine Werkstatt. Ich sehe ja nichts ohne meine Tasche. Ich muss sie erstmal rauskramen. Anja kramt erstmal noch die Tasche raus. Ich hab's dann auch gleich. Hast du es auch endlich mal geschafft, ja? Haben wir es endlich? Ja, ich sehe was. Und deine Expertenmeinung hierzu ist? Werkstatt, ne? Ja. Riecht auf jeden Fall auch so danach. Ja, definitiv. Und was mag ich ja voll gerne, ne? Solche Regenwände, ich finde irgendwie stylisch. Ja, diese Regenwände, die cool. Gefallen dir? Ja. Aber es ist sehr porös schon, ne? Ja. Also nicht, dass ich ihn jetzt mitnehmen wollte oder so, ne? Aber ich finde an sich, finde ich den cool. Ich finde, es riecht halt hier sehr, sehr ölig. Gucken, ob hier irgendwas noch... Ach, guck mal, hier sind so Toiletten. Wie heißen die? Potter Potter oder wie heißen die? Potter Potti oder wie heißen diese Dinger? Wie? Keine Ahnung, habe ich gesagt. Ich weiß Potter es Pott? Nicht. Ich weiß es echt nicht. Ja, man schiebt es eigentlich so andersrum, ne? Also das nach oben. Ja. So in den Wohnwagen oder. Ja. Oh ja, da hat hier mal echt eine schöne kleine Werkstatt gehabt. Ne? Also gefällt mir auf jeden Fall. Vor allem muss man aber sagen, dass es nicht so unordentlich ist. Ne, es ist sehr ordentlich hier. Aufgeräumt relativ, ne? Dann gucken wir mal an, ob wir einen Eingang ins Haus finden. Ja. Und die Tür machen wir natürlich wieder standesgemäß zu. Okay, im Keller. Wir stehen im Keller. Hier ist ein ganz alter Backofen. Das ist aber ein richtig, richtig alter Keller, Leute. Naja, richtig alter Backofen, ja. Also wahrscheinlich noch mit Gas und so. Aber wir haben auch schon krassere gesehen, ne? Also ja. Ältere. Hier ist aber nicht das Lametta, was du für den Tapraum haben wolltest. Genau. Letztes Jahr. Wir haben nicht mal so eine Lametta-Diskussion, Leute. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich feiere voll Weihnachtsbäume mit Lametta. Und ich überhaupt nicht. Aber mittlerweile ist es auch so, dass diese Lametta-Sachen ja verboten sind. Ne? Also es gibt ja, glaube ich, kein Lametta mehr in dem Umfang zu kaufen wie früher. Nee. Und ich liebe Lametta. Also ich habe es nie irgendwie jedes Mal neu gekauft, sondern ich habe es halt immer wieder benutzt. Aber es... Lachst du jetzt? Ja, das ist so 18s oder 19s. Das ist einfach schön. Auf dem Weihnachtsbaum gehört ein bisschen Lametta. Naja. Ist einfach so. Ich glaube, hier lässt sich sehr gut erahnen, dass das Ganze nicht erst seit gestern aufgegeben wurde. Schaut euch mal hier. Oder es wird einfach lange kein Staub gewischt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Anja. Man weiß es nicht. Aber hier war auf jeden Fall so der... Ich dachte eigentlich der Haupteingang, aber es ist der Nebeneingang, ne? Das war der, da ist der Haupteingang. Gang in den Garten, ne? Und das ist dann der Haupteingang? Ja, richtig aufgeräumt hier, ne? Na, das, was wir bis jetzt gesehen haben, ja. Schöner Spiegel. Wir sind übrigens auch nicht alleine hier in dem Gebäude. Also wundert euch nicht, wenn ihr irgendwas hört im Hintergrund. Ach, kennst du das noch? Da wurden doch immer so früher die Schuhanzieher aufgehangen, ne? Kennst du das noch? Ja. Und guck mal, der alte Opa-Hut. Ja, hier auch. So ein kleiner Jagdhut, so sieht das aus, so ein bisschen so, ne? Ja. Kennst du diese Jäger, die immer so einen Hut aufhaben? Ja, klar. So, und mein immer Opa so eine Hundeleine drum gehabt. Mein Opa hat früher so einen Hut gehabt. Ja. Also, solche Hüte kenne ich noch von früher, von meinem Opa. Bitte schaut mal die Tür. Die ist extra breit. Alter Verwalter, also da darfst du echt nicht. Oder du musst so durchgehen, so. Aber selbst das wird eng. Heftig. Oh Mann. Oben angekommen, also ich finde, ich habe gerade schon zu Sabrina gesagt, es erinnert mich so ein bisschen an so ein Jagdhaus oder so, weißt du, so mitten auf dem Land oder so, ne? Ja. Wo drumherum nichts ist. Schaut auch mal hier nochmal. Die Spinnenweben. Wahnsinn. Aber jetzt mal ehrlich, ne? Wir besuchen zwar nicht so häufig irgendwelche Immobilien, also Häuser oder so. Immobilien. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist echt noch richtig gut in Schuss hier, ne? Das ist richtig schön hier, ja.
Es stinkt nicht, ne? Es ist nicht so durchwühlt bislang von dem, was wir gesehen haben. Also schon echt top bislang, ne? Hier direkt Badezimmer, auch schön mit Bemalung natürlich, ne? Und auch hier eigentlich echt noch sehr gut in Schuss. Wo ist denn die Toilette? Schub mich doch nicht hier rein! Ja, die Toilette ist hier nicht. Hier ist nur Bad. Die ist wahrscheinlich irgendwo anders gewesen. Ein schöner Alibert, ne Anja? Ja, genau, Alibert. Medizinische Zahncreme. Das ist wahrscheinlich irgendwas für ein Zahn. Fürs Zahnfleisch gewesen, oder? Wahrscheinlich, ne? Klinisch erprobt auf jeden Fall. Man, hier ist aber noch die Handseife. Die gute von Edeka. Ja, die haben wir auch schon so eine andere Mal gekauft, fällt mir gerade so auf. Cookie Dent. Mal gucken, was hier noch drin ist. Wattestäbchen. Ohrenstäbchen, ja. Ah, man darf ja Ohrenstäbchen nicht sagen, das ist der Wattestäbchen. Die Stäbchen heißen die jetzt. Eigentlich auch im Umgangssprachlich wird das ja auch Q-Tips genannt. Q-Tip, ne? ja. Dieser Raum, oh. Der Boden ist ein bisschen komisch. Diesen Raum finde ich ein bisschen irritierend, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. Oh, guck mal da. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wir sind gerade, Leute, kurz zum Mitschreiben. Wir sind gerade ins erste Obergeschoss gegangen, ne? Wo man eigentlich vermuten sollte, hier ist ein Schlafzimmer, hier ist ein Badezimmer, solche Sachen halt. Ja. Aber irgendwie stehen wir jetzt gerade hier auf dem Dachboden. Man sieht auch hier den typischen Dachboden. Und da scheint es noch höher gegangen zu sein. Was ist denn ganz normaler Raum hier gewesen. Da ist der Giebel da oben, der geht da oben noch weiter. Und hier ist halt der Bereich, der auch nicht ausgebaut wurde. Ne? Ja, aber ein ganz normaler. Ja, aber verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ja. Scheint so als Abstellkammer genutzt worden zu sein. Würde ich auch mal vermuten. Aber auch hier, ne? Es riecht eine eklig. Nee, ganz, es riecht. Ne? Richtig schön. Normal einfach, ne? Häuschen, ne? Was ist da noch? So noch der Weihnachtsschmuck oder was? Nee, nein, das ist hier für Gardinenstangen. Ach, stimmt, ja klar. Hier diese Dinger da auch, da kannst du auf die Gardinen dran. Der ist gerade deswegen wie Weihnachtsschmuck. Ja, hier ist die Toilette, Sabrina. Ach, da. Da ist Bad und hier ist Toilette. Das ist nochmal alles separat, ja? Oh, überhaupt sehr klein. Ui. Oh, mach doch wieder Schnitzel. Boah, Leute. Oh. Das riecht übel. So viel dazu, ne? Boah. Oh. Jetzt geht's hier nochmal. Boah, jetzt riecht es richtig nach, Anja. Hier geht's nach oben. Das ist irgendwie komisch. Und hier geht's dann auf den Dachboden rechts. Den wir gerade schon gesehen haben. Ja. Der Dachboden. Uiuiui. Schön hier mit so Vorhängen, ne? Auch sehr elegant. Hier scheint so eine Art Wohnzimmer gewesen zu sein. Es ist ganz schön kalt hier drin, ne? Wahnsinn. Das ist ja mal in einem Mega-Zustand, Leute. Hier steht sogar noch. Hier steht sogar noch der Wein auf dem Tisch mit einer Zigarre. Ich fasse es nicht. Ja. Krass, Anja. Guck mal, die Bücher, alles noch tadellos, ne? Das ist echt krass, ja. Ja, das wundert mich jetzt hier komplett, ne? Hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Ich auch nicht. Wahnsinn. Aber es scheint so ein. So ein Mann gewesen zu sein. Also ich schätze wirklich ein älterer Mann, der gerne Horrorgeschichten gelesen hat. Ja? Ja. Von den Büchertiteln her? Der Bann zum Beispiel ist hier. Dann J.K. Rowling, die schreibt ja auch so Krimis, ne? Ja, glaub schon. Wie sie mich angucken. J.K. Rowling, hat die nicht Harry Potter geschrieben? Nee, plötzlicher Todesfall. Ja, okay. Auf jeden Fall sehr, sehr gemütlich hier das Ganze. Und offenbar wurde ja hier geraucht. Aber ich muss mal feststellen, wir sind ja nicht Raucher. Anja, das riecht nicht eklig hier, ne? Das riecht hier nicht nach Nikotin, riecht, ne? Riecht eigentlich ganz neutral hier, sag ich jetzt mal, ne? Ja, das würde ich auch mal behaupten. Aber heftig, wie das hier aussieht, ne? Ja, das ist richtig gut in Schuss, Wahnsinn. Ja, mega. Übrigens, guck mal hier oben bei den Gardinen. Ja, die Gardinenstangen, die wir gerade auf dem Dachboden gesehen haben. Ja, war ja klar, ne? Die ich fälschlicherweise gerade für Weihnachtsschmuck gehalten habe. Ja. Ja, hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Anja, gucken wir mal hier rein. Das sieht aus wie ein kleines Schlafzimmer, ne? Klein, ja, aber fein. Das ist ja wirklich sowas, was ich überhaupt nicht mag, ne? Das ist ja bei vielen Wohnungen, ich sag mal so Altbauwohnungen so, oder Häusern vielleicht auch, wo es aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer geht. Ja, ne? Das stimmt. Das kann ich überhaupt nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Richtig schöner kleiner Schrank hier noch, ne? Ja. Richtig schön gemütlich. Auch hier nochmal. Urig hier
Ja, ja, ist alles hier noch in der CD-Sammlung. Ja. Und jetzt wird's spannend, Sabrina. Zeitung. Zeitung von wann? 2015. 2015? Ja. Okay, 2015. Mhm. Der gute Herr scheint übrigens nicht nur Zigarre drauf zu haben, sondern auch Tabak. Mhm. Also ne, gedrehte Zigaretten wahrscheinlich dann. So, wir können einmal kurz nach oben gehen und uns mal den Rest vom Dachboden anschauen. Sieht auf jeden Fall aus wie so ein richtig alter Aufgang zum Dachboden. Okay. Okay. Leute, das ist jetzt hier so ein bisschen bizarr, ne? Also ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie mal ja, für irgendwas genutzt wurde. Sieht auf jeden Fall so ein bisschen unheimlich aus. Was war das hier gewesen? Ich dachte erst, es wäre so ein Brennofen. Ja, Leute, keine Ahnung. Was war das? Also wer eine Ahnung hat, schreibt es mir in die Kommentare. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Der Rest vom Dachboden auf jeden Fall komplett leer. Hier wird offenbar die Wäsche mal aufgehangen früher. Kennt man ja so, ne, vom Dachboden. Aber hier der Bereich vom Dachboden auf jeden Fall komplett leer. Ein bisschen anders wie der andere Dachboden, den wir gerade gesehen haben. Da war ja noch ein bisschen Möbel vorhanden. Jetzt hier halt komplett leer, bis auf diese, ich weiß nicht, ob das ein Schrank ist oder so, der da hinten in der Ecke steht. Echt spooky. Ich gehe auf jeden Fall jetzt wieder runter. Hier ist so nichts mehr zu sehen. So, Leute, kennt ihr das hier noch? Wer kennt das noch? Ist auch so 90er-mäßig, oder, Anja? Ich hatte sowas auch auf jeden Fall. So schön, wenn es mal irgendwie zieht. Dann zieht wenigstens nicht dieser Wind so unter der Tür her. Ja, das stimmt. Das stimmt, da hast du recht. So, im Schlafzimmer angekommen, sieht man den guten alten Röhrenfernseher. Richtig schön klein, handlich. Ja, ne? Handlich. Ich fand es immer früher ganz schlimm, wenn man den Fernseher mal irgendwie tragen musste. Die waren so schwer, ja, die Dinger. Ja, die waren echt richtig schwer. Also das ist ja jetzt heutzutage echt mega geil. Richtig, ne? Fresh hier drin, ha? Ja, es ist richtig kalt. Guck mal hier, Anja. Noch die guten alten Kassetten. Du bist die Welt für mich von Fritz Wunderlich. Ach, wie schön. Kennt kein Mensch, oder? Kennt kein Mensch, ne? Oh, doch, hier Mireille, wie ist sie? Mireille Mathieu? Mireille Mathieu? Wie heißt denn das? Ein Lied aus Paris. Ja, so klingt das auch. Aber weißt du, ich habe es wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Guck mal, hier ist ein Schlafzimmer und da vorne war ja auch noch ein Schlafzimmer. Ja. Und hier ist irgendwie so ein Doppelbett und hier ein Einzelbett. Also irgendwie ganz komisch aufgeteilt. Ein schöner, alles, ne? Schöner Kleiderschrank hier mit so einer Glasfront. Der ist schon ein bisschen kaputt gegangen, leider Gottes. Ne? Ja, hier sind noch ein paar Sachen drin. Und siehst du, das sieht so ein Mann aus, oder? Ja. Also älteren Herren, würde ich sagen. Definitiv, würde ich auch mal schätzen. Guck mal, Anja, kennst du das noch hier, diese Schiebetüren? Ja, ja. Hab ich schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, bei meiner Oma damals. Damals. Ach, guck mal, hier, das Wohnzimmer sehe ich jetzt gerade auch. Das war auch eine Schiebetür, siehst du das? Guck mal. Das kannst du auch noch mal zumachen. Das ist durch den Vorhang getrennt gewesen, ne? Aber hier, ja, ist eine Schiebetür. Ja. Nicht schlecht. So, Leute, jetzt sind wir in der Küche. Küche ist irgendwie, ich glaube, da ist wahrscheinlich nicht mehr viel von da, oder? Also ich glaube, jetzt sieht das da nur jetzt eine Spüle war, oder? Was meinst du? Nee, die ist auch schon abgebaut, ne? Die ist nicht mehr angeschlossen. Aber irgendwie ist hier mehr so Abstellkammer als Küche, finde ich, ne? Oder guck mal hier. Hier ist ja noch ein Teil vom Schrank. Hier von der Küche. Siehst du das? Ja. Übrigens, sowas hatten wir auch mal zu Hause. Brotkorb, ne? Ja. Wer kennt's, Leute? Schreibt's in die Kommentare, der gute alte Brotkorb. Und dann konntest du, glaube ich, so aufschieben. Ja, das finde ich auch so. Aber hier der Schrank, der passt irgendwie auch nicht wirklich in die Küche, ne? Nee. Pass auf, hinter dir. Ich stoße mir hier schon den Kopf an der Leiste. Und hier, seht ihr das, Leute? Hier stehen noch die Tassen im Schrank. Ey, krass. So Leute, jetzt kommen wir durch die wundervoll breite Tür. Kommst du da überhaupt durch? Also, hast du jetzt gerade nicht gesagt? Hast du jetzt gerade nicht gesagt?
nicht Nein, gesagt. Was? Es war nicht so ich gemeint. Ich kam durch die Tür, ja? Ich ja, nicht ist okay. Zu ja, breit dafür. Ist es okay. Hey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Soll ich nochmal? Halt mal bitte die Kamera, ja? Mann. Ja, jetzt guck bitte. Das war doch nicht so gemeint. Es geht doch nicht darum, dass du so breit bist. Es geht einfach darum, dass die Tür so schmal ist. Ich passe ja schon gar nicht durch. Ich kann noch halt was essen. Fest. Ich passe ja schon kaum durch. Wenn ich ganz normal gehe. Ja. Passe ich da kaum durch. Ja, meine Arme musste ich jetzt auch gerade einziehen. Ja, aber trotzdem passe ich noch durch. So, dann gucken wir uns mal das richtige Wohnzimmer an. Mhm. Und das ist auf jeden Fall schön gemütlich aus. Hammermäßig. Richtig, richtig schön. Hier mit einem richtig schönen Telefon und Wahlscheibe, ne? Ja. Wenn man es noch kennt. Jetzt riecht es wirklich Tüten. Noch Tüten, ja. Und auch noch richtig schöne alte Blumen. Man kennt es ja, ne? Diese künstlichen Pflanzen. Ja. Noch hier nochmal ein Fernseher. Ja, schön. Also richtig, richtig schön, gemütliches. Ja, zwar schon etwas älteres Wohnzimmer, ne, Anja? Ja, aber guck mal hier an den Wänden. Siehst du das, wie vergilbt das alles ist? Ja. Und das wird ja durch diesen ganzen. Durch diese ganze Qualmerei hier passiert sein. Ja, ja, das stimmt. Wir hatten ja oben gerade schon gesehen, hier liegen Zigaretten rum. Hier, Leute, sind auch noch mal Zigaretten. Hey, kennst du das hier, Sabrina? Kennst du das? Sag mal ehrlich. Kennst du das? Nee, was ist das? Hä, das ist ein Kamm. Kannst du so aufschieben. Das Ach, jo, jo. Hatten wir damals auch. Also mein Onkel hatte sowas, glaube ich, mal. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, irgendwer hatte sowas auf jeden Fall mal aus. Fand ich voll cool damals. Ich fand's richtig geil. Aber ich finde, was ich jetzt gerade sagen wollte, Anja, oben hat man nicht gerochen, dass geraucht wird. Ich finde, hier unten riecht man es doch ein bisschen. Ein bisschen aber nur. Es ist jetzt nicht so extrem, dass man denkt so, oh, was ist das denn Man sieht es halt hier auch an den Wänden, Leute, dass hier auf jeden Fall einige Sachen hingen. Ja, heftig, ne? Wie krass das hier... Richtig also, vergilbt, ja? Richtig vergilbt. Richtig heftig. Also hier wurde schon mehr als eine Zigarette am Tag wahrscheinlich geraucht, ne? Ja, definitiv. Ah, richtig schöne Einrichtung eigentlich, ne? Hier. Das ist so ein... Das müsste doch eigentlich so eine Karte sein, oder? Ist das nicht eine Leinwand an ihr? Wo man so ein Projektor drauflegen konnte? Ja, ne? Ich dachte, das wäre so ein Karten-Ding. Nee, das ist eine Leinwand. Ja? Hier noch so ein älteres Kassettenradio. So eins hatten wir uns damals auch noch. Richtig, richtig schön. Und auch hier unten einige Bücher noch im Regal zu sehen. So schöner alter Schrank. Auch wieder so ein kleiner Schrank. Alles schöne, massive Möbel, ne? Gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier ist Fresh Water Das Schiethus ist hier, Anja. Das Schiethus. Das Schiethus. Boah, nee, da kannst du selber reingehen. Ich geh mal raus. Was? Ja, nicht, dass es so eklig da wäre, aber Lix ist auf jeden Fall ein Pissoir. Ja. Ja. So Leute, ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare mal schreiben, wie euch die Location gefällt. 1 bis 10. Also ich würde der Location auf jeden Fall eine 10 geben. Und was meint ihr? Übrigens haben wir hier aktuell geschmeidige 2 Grad im Haus. So Leute, hier geht es dann übrigens mit dem nächsten Schlafzimmer weiter. Allerdings mit keinem Bett, sondern einfach nur so einem Klappgestell. Ein Klappbett, ja. Und auch hier der gute Lambrusco am Start. Oh ja. Und hier ist nur so ein kleiner Fernseher. Ja. Da musste man vom Bett, also du brauchst schon fast ein Fernglas, oder? Und schau mal hier. Noch so ein richtig altes Telefunkenradio. Auch ganz, ganz altes Schätzchen, Leute. Und hier wurde noch richtig geheizt mit dem Ofen. Ja, den kannst du mal anschmeißen, ist nämlich richtig, richtig kalt. Also. Ja. Schönes Schätzchen, ey. Geil. Oh, und dann ist hier also die eigentliche Küche. Ja. Gar nicht oben gewesen, ha? Verwirrend. Ich glaube, das waren 2 Wohnungen irgendwie. Ja, das also, könnte ich weiß sein. Nicht. Das könnte sein. Hier auf jeden Fall noch alles vorhanden, was man so zum Kochen braucht. Öl ist noch eigentlich da. Eigentlich ist das Wichtigste hier. Ja. Maggi. Maggi kann man immer zu allem essen. Maggi ist da, Leute. Hier ist auch noch das Gewürz. Riechst du das? Ja, riecht ein bisschen eigenartig. Ist in auch gerade so ein bisschen nach Gewürz. Aber Schränken auf jeden Fall noch die ganzen so fischig, Teller da. Und traust du dich, den Kühlschrank aufzumachen? Den Kühlschrank? Bist du nicht mal wieder dran mit Kühlschrank aufmachen? Leer. Ja. Riecht auch nicht eklig. Noch leer. Abgetaut. Gott sei Dank. Ordentlich alles hinterlassen. Aber, ey, der hat hier eine Spülmaschine. Ja. Guck dir mal die Küche an, so wie alt die ist. So eine richtige Single-Spülmaschine. Ja, aber reicht doch. Aber die Küche, die ist doch eigentlich uralt und hat eine Spülmaschine. Das ist schon nicht schlecht. Was und was auch interessant ist, Leute, hier einmal ist ein Gasofen. Ja, hier konnte man mit Gas
kochen und backen. Und hier sind nochmal so zwei elektrische Herdplatten, ne? Interessant, interessant, oder? Und eine Brotschneidemaschine. Das ist aber auch richtig so traditionell, ne? Das ist das mittlerweile gar nicht mehr so. Nee, aber das finde ich gar nicht so verkehrt. Also, dann hält es einfach länger, das Brot. Wenn es so am Stück ist, kann man schön schneiden. Immer nur, ich esse heute 3 Scheiben Brot oder so, schneide mir die 3 Scheiben ab. Ja. Und der Rest wird wieder eingepackt, ne? So Leute, wir sind am Ende angekommen, war auf jeden Fall mega, mega interessant. Ja. Jetzt geht's ganz schnell zurück zum warmen Auto, mir ist nämlich mega, mega kalt. Es ist echt richtig frisch hier drin. Also lasst auf jeden Fall noch einen Kommentar da weiter unten, wie euch die Location gefallen hat. Und auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Ciao.